nur zwei. Aber leider kann's nicht immer so sein. Goodbye, Johnny, schön war's mit uns zwei. Jetzt eine Ansage zu machen. Geprobt vorhin 5, 6 Mal. Und zwar. Kein Problem. Meine Damen und Herren, jetzt für Sie der Kulturdirektor der Stadt Gera. Der Kulturdirektor der Stadt Gera. Hallo. Meine Damen und Herren, nein, bitte bleiben Sie stehen, das hat mir sehr gut gefallen und bitte sparen Sie Ihren Beifall für all diejenigen, die noch kommen, werden uns viel nötiger haben als ich. Ja, haben auch Gäste hier. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Was hast du mir noch zu sagen? Herr Hill, ich melde, das Publikum ist eigentlich zum Empfang dieser wahrscheinlich schlechtesten Show der Welt. Danke, Claudia. Setz dich wieder. Für Frieden und Freundschaft, seid bereit! Immer bereit! So gefällt mir das, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich hier zur wahrscheinlich schlechtesten Show der Welt, hier im Hotel Courtyard bei Marriott. Wir sind zurück nach Gera gekommen. Und wir sind jetzt zu sehen, das heißt jetzt im Moment nicht, aber wenn Sie es im Fernsehen sehen, dann sehen Sie es ganz haargenau und spezifisch auf Plus TV, herzlich willkommen allen Zuschauern in Ostthüringen, allen Zuschauern in Sömmerda und den Neuzugängen in Nordhausen. Herzlich willkommen, auch von hier aus. So, kommen wir mal gleich zum Thema, das wäre ja der 7. Oktober, der Tag der Republik. Und dann müssen wir mal eine kleine Frage stellen. Ich sag mal so, Zettel raus, Name, Klasse, Datum oder machen wir es mündlich heute? Wir machen es mündlich. Und zwar die Frage ist ganz einfach, welches Statussymbol der DDR fällt Ihnen so als erstes ein? Hat jemand dazu eine Meinung? Trabant beispielsweise. Wo kommt das her? Ach, hallo, wir haben uns heute noch nicht gesehen. Grüß dich. Oh, Trabant. Zum Beispiel, bei Trabant fällt mir ein, früher musste man so, ich sag mal so, zwischen 14, 15 Jahre auf so ein Auto warten, oder? Heute kriegst du die Pappe nirgendwo mehr. Und der Trabant war eigentlich auch alles das, was uns die Westdeutschen heute als Finanzanlage versprechen. Man kaufte einen neuwertigen Trabant und man konnte ihn, weil die Dinger so selten waren, zum Doppelpreis als Gebrauchtwagen wiederverkaufen. Versuchen Sie das mal heute. Heute sind Sie froh, wenn es der Händler wieder abnimmt, die Karre. Na, das wäre schon mal der einzige Unterschied. Und dann war alles plötzlich ganz anders, denn dann kam die friedliche Revolution und die hat niemand Geringeres vorausgesagt als wer? Karl Marx. Karl Marx hat die Revolution von 1989 in all ihren Abläufen vorausgesagt und das, so genial war dieser Mann, man sollte ihn vielleicht doch wieder lesen, mit einem einzigen Satz. Und zwar hat er gesagt, wenn die materielle Gewalt die Individuen ergreift, dann werden sie zur revolutionären Masse.
Ich verstehe, dass Sie jetzt diesen Satz, der ist sehr schwierig, ist auch von Karl Marx, deswegen ist er so unbeliebt. Der Satz ist nicht so einfach plastisch nachzuvollziehen. Sie können es aber machen, und zwar zweimal im Jahr, einmal zum Winterschlussverkauf und einmal zum Sommerschlussverkauf. Schauen Sie da mal zu, dann wissen Sie, was ich gemeint habe. Und die Mark war ja auch der Auslöser der friedlichen Revolution, denn was hat man gerufen? Wenn die Mark nicht zu uns kommt, dann gehen wir zur Mark. Die einzige Mark, die wir heute noch haben, ist die Mark Brandenburg, die hatten wir schon vorher. Und die ist auch nichts wert. Das zur friedlichen Revolution. Dann sind ja die Westdeutschen gekommen. Sind hier, also nicht die Mark, die auch, aber nicht nur die alleine, die haben ja die Westdeutschen gleich mitgebracht, die Märkers. Und die hatten ja so einen tollen Lieblingssatz immer drauf, den sie da den Ostdeutschen entweder mal wohlwollend oder mal sehr belehrend so mitgeteilt haben. Können Sie sich an den Satz noch erinnern? Jeder Westdeutsche hatte grundsätzlich einen Satz drauf, wenn er nicht wusste, wie es im Osten nun weitergehen sollte. Und das war, ihr müsst noch sehr viel lernen. Was man jetzt von den Westdeutschen gelernt hat, ist, wie man Betriebe, die existierten und die da waren, so weit runterfahren kann, dass sie nicht mehr arbeiten können. Nicht mehr arbeiten können heißt, man hat keinen offenen Skatraum mehr. Einfach weg. Einer von diesen Herren habe ich heute, einen dieser Herren habe ich heute bei uns zu Gast, das ist Günther Morsbach. Herzlich willkommen. Und ich habe noch einen anderen Gast, das ist Dr. Norbert Vornehm, Geschäftsführer der Gera Verkehrsbetriebe. Auch herzlich willkommen zur Straßenbahn. Zur Straßenbahn fällt mir ein, früher haben wir bezahlt, ich glaube 15 Pfennig für eine Straßenbahnfahrt durch Gera. Das ist schon lange, lange her, das war auch im Osten, da hieß das noch EVP, Endverbraucherpreis. Damals hat man ja Abkürzungen immer geliebt. Heute kostet es ungefähr 200% mehr, vielleicht kann mich der Vornehm korrigieren, wenn es nicht ganz so stimmt, aber ich glaube, das kommt so hin. 200% mehr und die Abkürzung, die gängige, heißt GVB. Und die Stammtische Geras konnten mich bis jetzt wirklich überzeugen davon, dass es die offizielle Abkürzung von großer Verbraucherbeschiss ist. Danke für den Beifall. Ja, das finde ich sehr klasse. Dankeschön. Der war jetzt für die Gera Verkehrsbetriebe. Ein anderes Statussymbol, der Thomas Potenzen, der hat es schon genannt, ist Erich Honecker gewesen. Ich meine, man kann ja über den Honecker sagen, was er will, aber er hat es immerhin geschafft, uns 40 Jahre lang die Wessis vom Hals zu halten, oder? Und manchmal, zum Beispiel vorgestern Nacht, da bin ich ein bisschen abgestürzt im Weihert, und dann habe ich immer schlechte Träume, so im Vollrausch. Und dann bilde ich mir immer so ein, Honecker kommt wieder. Und ich höre in meinen Träumen ganz deutlich, wie er zu mir sagt, den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Kohl noch Schröder auf. Noch ein kleinen Unterschied, den muss ich noch benennen, das ist das Thema Wahlbetrug. Früher war es so, zumindest bei der letzten Wahl in der DDR, dass die Leute die Wahlergebnisse bekannt gegeben haben und dann wegen Betrugs verurteilt worden sind. Zumindest in Gera ist es so, dass jemand für Betrug verurteilt wird und danach die Wahlergebnisse bekannt gibt. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass alle Fraktionen im Stadtrat entsetzt waren, dass der Uwe Kittelmann ein Betrüger ist. Er ist doch Hauptamtsleiter im Rathaus. Wie kommt man denn sonst zu solch einem Job? Eigentlich könnten wir heute einen ganz anderen Tag feiern, nämlich ein richtig tolles Jubiläum, nämlich 50 Jahre deutsche Einheit. Wenn Sie jetzt rechnen, sind Sie bestimmt verblüfft. Ich war es auch. Und zwar im Jahre 1952 hat die UdSSR, damals hieß das Land ja noch so, der Adenauer-Regierung angeboten, die beiden deutschen Staaten zu vereinigen, wenn Deutschland, das vereinigte Deutschland, die Neutralität garantiert. Die Adenauer-Regierung, die CDU-Regierung, hat es abgelehnt. Hat sich bei Ihnen persönlich schon mal irgendein CDU-Politiker dafür entschuldigt, dass Sie so lange in der DDR leben mussten? Da bin ich.
Also zu mir kam noch keiner. Ich habe es ja drauf angelegt. Ich habe mir gedacht, ja Gott, ist ja Wahlkampf, kommst du an jeden Fuzzi ran. Und dann frage ich mal einen berühmten oder zumindest in Thüringen berühmten CDU-Politiker, ob ihm zu dem Thema vielleicht was einfällt. Ich habe es so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge gemacht. Ich habe den Herrn Dieter Althaus gefragt, ob ihm zum Thema DDR irgendwas einfällt, ganz spontan, um ihm vielleicht so eine Entschuldigung zu entlocken. Sehen Sie selbst. Kennen Sie eine schöne Anekdote aus DDR-Zeiten? Anekdote aus DDR-Zeiten. Es gibt viele Anekdoten, sicher. Spontan. Jetzt haben wir noch eine andere Reihe, die heißt, machen Sie sich bitte einen Reim auf Ihre eigene Person. Ich bereite das vor und Sie müssen mal versuchen, das dann irgendwie zu vervollständigen. Nach den Landtagswahlen sieht der Dieter Althaus wahrscheinlich ziemlich frisch aus. Denn als Ministerpräsident Thürings macht das ja Spaß in diesem Land. Und das macht mich dann noch jugendlicher, als ich vielleicht dann bin. Dieter Althaus zum Thema DDR. Ich habe die CDU ja nicht losgelassen. Es ist ja Folgendes passiert. Während der Wahlkampfzeit hat der Bundestagskandidat der CDU Wahlzettel an den Schulen verteilt. Und das musste ich jetzt unbedingt von ihm wissen, womit das nun zusammenhängt. Ich frage mal ganz knallhart, welcher Trottel hat Ihnen denn gesagt, dass Sie Wahlkampfzettel in Schulen verteilen sollen? Also, wie heißt das lateinische Wort dazu? Mea culpa. Also, durch meine Schuld. Machen Sie sich bitte einen Reim auf diese Person. Der Bernward Müller ist ein Knüller. Vielleicht können Sie sich noch daran erinnern, in der letzten Gnomenshow waren die Bundestagsdirektkandidaten aus der Region da. Und zwar alle, unter anderem natürlich auch mit dabei, der Carsten Schönfeld. Und der hat mir einen roten Strampler für meinen Sohn geschenkt. Und ich habe viele E-Mails bekommen und da stand dann drauf, was ist nur aus dem roten Strampler geworden? Habt ihr das an die PDS weiter verschenkt? Oder habt ihr das wirklich dem Sohn übergezogen? Und wir zeigen Ihnen jetzt mal das Ergebnis. Das Kind ist ganz cool. Da muss ich festhalten. Jetzt auch. Herzlich willkommen beim Schwarzen Kanal. So, jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt ist es ja beim Wahlkampf immer sehr interessant zu erfahren, wie reagieren, wir haben es ja bei dem Herrn Müller und bei dem Herrn Althaus schon gesehen, wie reagieren die einzelnen Politiker auf Fragen, die sie wahrscheinlich von normalen Journalisten, einer solcher bin ich ja nun überhaupt nicht, nicht gewöhnt sind. Und das haben wir zuerst ausprobiert im Herrn Müller. Damals war er noch Generalsekretär der SPD, jetzt ist er ja Fraktionsvorsitzender. Aber ich habe ihn gefragt als Generalsekretär. Ich habe noch eine böse Frage. Herr Müntefering, können Sie eigentlich damit leben, dass Sie beim Volksbild als das Arschloch der SPD gelten? Oder hängt das ganz einfach mit dem Job zusammen? Bei dem Laurenz Meyer von der CDU geht es auch nicht anders. Ja, das hängt damit zusammen. Das ist ja ein Mannschaftsspiel, Sport. Das ist wie beim Fußball auch. Und ich habe immer das Beispiel, damals gab es ja im Westen den Beckenbauer, bei Bayern München, der hat den Libero kreiert. Und der war berühmt, der war gut, der Beckenbauer, den kannte die ganze Welt. Vor dem Beckenbauer spielte mit der Nummer 4 Katsche Schwarzenbeck. Das wäre ein bisschen grob, ein bisschen ungehobelt, technisch nicht so gut. Aber der hat immer da, ist immer da reingegrätscht und hat dafür gesorgt, dass das Spiel der anderen Seite rechtzeitig kaputt gemacht worden ist. Und wenn es den mit der Nummer 4, den Schwarzenbeck, nicht gegeben hätte, wäre der mit der Nummer 5, der Beckenbauer, nicht so gut gewesen. Aber wenn die gewonnen haben, haben sie beide gewonnen gehabt. Und so sehe ich das auch. Einer trägt Wasser, einer grätscht und einer schießt die Tore und gewinnen tun wir alle. Und Sie grätschen gut, habe ich gehört. Ja klar, wir haben von früh auf gelernt. Ja. Dankeschön. Ja. Franz Müntefering, meine Damen und Herren. Und jetzt begrüße ich bei mir auf der Bühne unseren musikalischen Gast, einen Mann, auf den Sie sich sicher schon Jahre gefreut haben. Einen Mann, den Sie vielleicht noch aus alten DDR-Zeiten kennen, als er ein großer Kinostar geworden war. Jetzt ist er bei mir zu Gast, Thomas Putensen. Grüß dich. Ich glaube, mein Mikrofon klingt immer noch scheiße, oder? Ja, du meinst es, glaube ich, besser. Ja? Ich kann dich ja interviewen. Du musst mich interviewen. Ja. Fangen wir mal ganz einfach an. Eto und Ali, das war eigentlich so der Einstieg, bei dem du DDR-weit bekannt geworden bist. Zusammen mit Jörg Schüttauf in dieser Road-Movie-Komödie.
Ja, das kann ich selber nicht einschätzen. Es kommt schon vor, dass mich jemand kennt, aber das muss nicht unbedingt mit dem Film zusammenhängen. Das kann auch die äußere Ausstrahlung, die irgendwelche Assoziationen erweckt. Aber der Film ist schon ziemlich viel gelaufen und läuft auch jetzt übrigens noch. Ja, aber eigentlich bist du Musiker. War ich und immer, das ist das ist ja eine Seite von deiner Karriere. Du hast auch Kinderfernsehen gemacht und vieles, vieles andere mehr. Mit Iris Berben, die hast du ja mal gewirkt im Auftrag eines Regisseurs. Nee. Wir haben zusammen mal was gedreht, aber das weiß sie nicht mehr und ich weiß es eigentlich auch nicht mehr. Aber du hattest doch so eine scharfe Szene, wo du sie so festgehalten hast. Also, oh, ja. Da war ich nicht bei, also, aber vielleicht war ich schön. So als starker Turnlehrer und nee, so. Das kann nicht sein. Also gewirkt habe ich die Frau nicht. Ich hab mit ihr Du hast sie festgehalten, aber das sah sehr witzig aus. Nee, das ist eine andere Frau gewesen. Vielleicht war es auch eine andere Situation. Ehrlich? Ja, ganz bestimmt. Na gut, okay, dann habe ich das wahrscheinlich doch verwechselt. War es nicht Iris Berben? Es wäre schön gewesen. Ich habe das auch so in Erinnerung, wahrscheinlich, weil ich es so schön fände. Nee, schmeiß weg, stimmt nicht. Schmeiß weg, stimmt nicht. Ist ja auch egal. Also eigentlich bist du Musiker und da hatte man dich dann noch nicht so gekannt. Und jetzt bist du peu à peu, Schritt für Schritt weiter nach vorne geschritten mit deinen musikalischen Projekten. Hattest ja auch viele Bands und dergleichen. Und jetzt hast du eine neue CD. Ja, eine neue CD, neue Ideen, aber das ist, diese Gesellschaft ist ja eigentlich viel, viel weiter gefächert als eine CD und eine Idee, die man hat. Und inspirierend ist schon für mich das Herkommen, weil wir heute den 7. Oktober haben und das ja dein Thema ist. Ich komme ja auch aus diesem Land, was den 7. Oktober gefeiert hat und für mich ist das immer noch ein Spannungsfeld zwischen dem, was jetzt ist und dem, was früher war. Ja. Und es ist zwar nicht mehr so offensichtlich, manch einer empfindet es als nostalgisch oder manch einer glaubt, ganz schrecklich, ich weiß es nicht. Bei mir ist es einfach für die künstlerische Arbeit nicht uninteressant. Mhm. Also so ein Spannungsfeld zu haben, um Ideen auch zu entwickeln. Also die Vergangenheit. Die Gegenwart, ja. Ja. Ist auch auf der CD drauf, also ich komme einfach mal drauf zu sprechen, da gibt es halt zwei Kreiswald-Songs. Einer ist entstanden gleich nach der Wende, glaube ich. Vor der Wende. Vor der Wende noch, 89. Ja. Ja. Und einer ist ja neu. Und einer ist neu, weil das ja alles so schlecht nicht gewesen sein kann. Hm. Wie sind da so die Bezüge? Ist das jetzt praktisch so eine Art, die CD heißt auch Kreiswald, ist das jetzt so eine Art Geschichte, dass du sagst, du machst eine Zeitschiene über die Erlebnisse, die du in den Jahren in Kreiswald gemacht hast, oder ist das völlig anders gedacht? Oder reiner Zufall? Nee. Ach, eigentlich ist das Kreiswald nur so eine Metapher. Es ist nicht die Stadt an sich selber, sondern es ist die Situation in diesem Land. Und es gibt so viele Dinge, die mich doch ganz stark bewegen. Und man kann es im Kleinen sehen, man kann so eine kleine Familie sehen, wo man sich zerstört und wo man so ein Glück irgendwie kaputt macht. Und man kann es auch im Großen sehen. Und egal, worüber man singt, wenn man es gefühlsmäßig wirklich so meint, was man singt oder was man spricht, dann lässt sich das übertragen auf ganz verschiedene Ebenen. Auf der CD sind auch Songs drauf, die Bestandteil sind einer Rockoper, die du geschrieben hast. Mhm. Nein, nicht Rockoper, eine Oper, eine komische Oper. Eine richtige Oper, tragisch-komische Oper. Erzähl mal was drüber. Aber nicht die ganze Geschichte, weil die ist ja sehr weit gefächert. Nee, okay, gut. Also das ist eine Oper für Schauspieler. Weil Schauspieler können ja nicht singen, aber das macht es eigentlich gerade interessant, wenn man nicht so singen kann und trotzdem singt. Kann ich jedem nur empfehlen. Also das Gefühl, ich kann nicht singen und deswegen singe ich nicht, ist eigentlich sehr verkehrt. Kinder machen es uns vor, die singen einfach los. Kurz nur dazu. Ja. Und für die Schauspieler, es spielt in einem Obdachlosenheim. Und das ist eine ganz lange Geschichte, die kann ich jetzt wirklich nicht abreißen mit einem Mal. Aber das Interessante daran ist, dass jemand ermordet wird und ein starkes Interesse besteht, aufzuklären, warum dieser Obdachlose ermordet worden ist. Und irgendwie klappt das aber nicht so. Und da geht ein Kommissar inkognito in dieses Obdachlosenheim und versucht, über die Obdachlosen rauszukriegen. Das ist ein bisschen konstruiert, gebe ich zu. Aber er versucht rauszukriegen, wie das passiert. Und die erkennen ihn natürlich sofort, dass das also kein richtiger Obdachloser ist. Das ist also irgendwie jemand, der muss da was rauskriegen. Ja. Und das ist eine ewig lange Geschichte. Ist eine komplizierte Geschichte. Wo kann man es denn sehen? Leider noch nicht. Es ist immer noch nicht. Man hört es momentan mehr, als man es sieht, weil die Stücke, die dort also vorkommen, musikalisch, die spiele ich eben ganz oft auch in Konzerten und so. Und dabei entwickelt sich dieses Stück auch weiter übrigens. Das ist also, bleibt da nicht stehen. So. Hell scheint die Sonne und leicht ist unser Schritt. Froh ist der Schlag unser Herzen. Zieht auch die Freude an unserer Seite mit. Singen und lachen und scherzen. Pioniere voran, lass uns vorwärts gehen. Und Pioniere stürmen, lass die Fahne wehen. Und
welche Straße sie führt, in das Morgenlicht hinein. Wir sind stolz. Ah, ihr wart auch dabei, ja? Das weiß man nie so genau. Manchmal ist man sich nicht ganz sicher. Soll ich sagen oder nicht? War jemand in der FDJ von euch? Zufällig reingerutscht, ganz klar. War ja alles so schwierig damals. War einer in der SED? Kam auch vor, SED. Also nicht viele, ein paar waren dabei, aber der Rest hat's leider keiner. Naja, gut, nicht so schlimm. Der Rest ist wahrscheinlich zugereist aus dem Westen, lasst euch aufklären. Das ist also ein Lied gewesen, was man früher singen musste in der Schule. Ein schönes Lied, weil es gab auch eine schöne Strophe, die ging so. Siehst du die Lerche dort unterm Himmelszelt? Fliege mit ihr in die Ferne. Fliege mit ihr über Berg und Tal und Feld, hoch zu den Mond und den Sternen. Pioniere voranrennen und vorwärtsgehen. Pioniere stürmt an, lass die Fahnen wehen. Unsere Straße, sie führt. Naja, so hätten wir die Revolution nie gewonnen mit dem Ausdruck. Hätte es noch eine Weile gedauert. Aber das Schöne ist doch, unsere Straße, sie führt in das Morgenlicht hinein. Wir sind stolz, Pioniere zu sein. Also, da muss man doch begeistert sein, als Kind oder auch als Erwachsener. Ich bin heute noch begeistert. Das ist für mich wirklich ein Ziel. Unser Weg führt in das Licht, ins Helle. Wir müssen ihn nur gehen. Wenn wir nicht gehen, ja, dann bleiben wir da, wo es ein bisschen schummrig ist. Aber jeder ist selber verantwortlich für sich. Nicht die anderen haben die Schuld, sondern man hat selber Schuld. Und das ist, was mir auch auffällt in dieser Gesellschaft. Es sind immer die anderen, immer die sind die Bösen. Aber wenn man mal ein bisschen bei sich so anfängt zu graben und zu gucken, was man dann wirklich tut, um was zu verändern, es sind oftmals wirklich sehr, sehr wenig. Und die Chance ist da, man kann was machen. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Manfred Krug, meine Damen und Herren. Thomas Putensen. Kommen wir jetzt zu einem Gast, der sich gesagt hat, es ist so wenig Wirtschaft in Ostthüringen. Wenigstens an ein paar Tagen sollte sowas wie Wirtschaft zumindest im Gespräch sein, wenn wir sie schon nicht mehr betreiben. Und er hat ein Projekt entwickelt und unermüdlich wie er ist, treibt er das schon seit Jahren voran. Das ist das Projekt Wirtschaftstage in Thüringen, in Ostthüringen. Meine Damen und Herren, Günther Morsbach. Hallo erstmal. Nehmen Sie Platz. So, nun muss ich erstmal fragen, ich habe da vorhin sowas erwähnt von DDR-Firmen, die so langsam so in den Bach runtergehen und immer mehr ins Nichts verschwimmen. Es gab ja mal die D-Wag. Und die haben Sie, glaube ich, übernommen. Und da ist nicht mehr viel da. Wie kriegt man das hin? Tja, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Das war ein Gemischtwarenladen, wie es ihn eigentlich sonst nirgendwo gibt. Da wurde genäht und gemalt und von Hand Plakate gemacht und all solche Dinge, die eben längst mit anderen Technologien hergestellt werden können. Und so alles unter einem Dach ist also auch sehr, sehr schwierig im Rahmen der Spezialisierung der Firmen. Also jeder sucht sich seine Marktnische und spezialisiert sich darauf. Da ist also dieser Laden als solcher in der Form einfach nicht zu halten gewesen. Es sind aber tolle Mitarbeiter da gewesen und die Firma ist aufgesplittet. Teile davon bestehen selbstverständlich weiter, aber eben als Spezialbetriebe in der Nische. Also Sie haben auch Niederlassungen, zum Beispiel in Prag? In Prag, in Berlin und in Nürnberg. Das ist dann praktisch geblieben. Wie viele Mitarbeiter hat die Firma jetzt? Wir haben insgesamt 25 Mitarbeiter und das Schöne ist, viele reden von Flexibilität, wir haben Flexibilität. Die Niederlassungen in Nürnberg, Gera und Berlin, die sind schön ineinander verzahnt. Mhm. Junge Leute, die mal hier, mal dort auch eine Woche hingehen, wo eben gerade Schwerpunktveranstaltungen oder Projekte sind. Und Sie haben sich gesagt, man sollte Wirtschaftstage in Ostthüringen durchführen, man sollte die Wirtschaft, ich denke mal, das ist die Idee, die dahinter steckt, zusammenführen. Das ist dann praktisch eine Visitenkartenparty auf höherem Niveau, oder? Ja, da bin ich nicht beleidigt, wenn Sie das so nennen. Entstanden ist das Ganze, ich war mal in dem früheren Interhotel abends gesessen, damals hieß es Maritim, glaube ich, und da saß der spätere Oberbürgermeister Rauch mit dem damaligen IHK-Präsidenten zusammen beim Bier. Und ich habe die nur kurz begrüßt und dann jammerten die, wie es mit Dresden und mit
Leipzig aufwärts geht und dass eben Gera und Altenburg, also dieses Thüringen-Ost, problematisch ist. Und nach Jena hat man auch schon geschielt, dass dort Ansätze sind. Ja. Und da haben wir gesagt, ja, aber allein die Tatsache zu jammern, das nützt überhaupt niemanden, dadurch kommen wir nicht weiter. Man muss also einfach der Wirtschaft ihren Stellenwert geben in der Stadt und man muss einen Treffpunkt schaffen, einmal im Jahr, an dem Politik und Wirtschaft zusammen sind. Und wir haben dann ein Konzept entwickelt, also diese Wirtschaftstage sind ein Treffpunkt, an dem man sich austauscht. Es können manche Probleme an diesem Abend oder an diesen beiden Tagen gelöst werden. Man trifft die Baudezernenten, hat irgendein Problem mit dem Anbau oder mit sonst irgendwas, Umweltauflagen oder was auch immer. Und man kann direkt miteinander reden, man muss sich keine Termine geben lassen und man muss keinen Behördenweg einhalten. Wie effektvoll ist denn das jetzt, wenn man so sagt, es wurde gejammert und man hat gesagt, gut, wir machen das mal in Gera, setzen das noch Altenburg fort? Also wir machen das dieses Jahr zum 9. Mal und es zeigt eigentlich, dass es Tradition geworden ist. Mhm. Es kommen immer, so zu Anfang waren es 300 Besucher, jetzt waren es in den letzten beiden Malen etwa 500 Besucher. Also das zeigt, es wird angenommen und diese Mischung, die wir haben, einen Wirtschaftstreffpunkt plus Referate, zu interessanten aktuellen Themen. Jetzt zum Beispiel am 6. und 7. November haben wir das Thema Bankenrating, Kreditvergaben. Wie muss ich mich darstellen, mein Unternehmen darstellen, um weiter kreditwürdig zu sein? Du klingst das ein bisschen elitär. Hat denn, sag mal, die normale Bevölkerung auch irgendwie einen Grund, dorthin zu kommen? Ja, kommen darf jeder, aber ich glaube, das sind also so spezielle Themen, die also für Selbstständige... Also doch ein elitärer Club. So ja, elitär würde ich es mal nicht sagen. Das ist eben für die Berufsgruppe, die Unternehmen leitet oder eng damit verbunden ist. Ne? Zulieferanten, freie Berufe, Architekten, Rechtsanwälte und so weiter. Also elitär würde ich es mal nicht nennen. Das ist einfach die Berufsgruppe, die Unternehmen leitet. Ist schon, verstehe ich. Sie hatten ja bei den letzten Wirtschaftstagen hatten Sie, ich glaube bei den letzten beiden, vielleicht auch bei mehreren, immer so einen Amerikaner da gehabt, den Don Johnson. Don Jordan. Don Johnson ist ein Schauspieler. Ja, Don Johnson, genau. Den nehmen wir vielleicht nächstes Mal. Nächstes Jahr haben wir 10-jähriges Jubiläum, da wäre Don Johnson angesagt. Ja. Okay, ich nehme Sie beim Wort. Das ist ja ein Typ, der erzählt viel über Wirtschaft und bei ihm kann man sicher sein, egal was er sagt, das Gegenteil von dem, was er gesagt hat, ist dann immer die Zukunft. Ja. Haben Sie den wieder da? Nein. Würde ich auch nicht nochmal nehmen. Wir nehmen die meisten Referenten nur einmal, aber Leute, die polarisieren, sind natürlich interessanter als einer, der so einen Eintopf bietet für jeden etwas. Also ich nehme schon gern immer mal Referenten. Er hat ja nicht polarisiert, er hat ja nur gesponnen. Nö, er hat schon polarisiert, also manche fanden das ganz gut. Und andere das sind dann die auf seinen Tipp hin Aktien gekauft haben und jetzt mal gucken, wie sie den letzten Mercedes... Ja, die müssen sich natürlich dann direkt bei ihm beschweren und nicht bei mir. Erst kommt Don Jordan und dann der Gerichtsvollzieher. Ja. Bei den Großen der Bundeskanzler. Das ist ein anderes Thema. Auf das Thema zurück. Wirtschaftstage, Programmpunkte... Was hat denn Ostthüringen wirtschaftlich zu erwarten? Ja, so mal rein spekulativ ein Satz. Rein so, oder spekulativ zwei. Mal. Ja, sicherlich. Also nicht so wie Don Jordan, nicht, dass Leute jetzt loslaufen und Aktien kaufen von irgendwas, was es übermorgen nicht mehr gibt. Klar. So. Also ich spreche ja auch mit vielen Investoren und mit Leuten, die beabsichtigen, die hierher gekommen sind und auch manche, die man versuchen muss zu halten. Die hier sind, die fühlen sich eigentlich sehr wohl. Die sagen, es ist also erstens mal eine sehr gute Ausbildung hier in dieser Region da an Fachkräften. Es ist eine äußerst verkehrsgünstige Lage und durch die EU-Osterweiterung, und das ist auch ein großes Thema auf den Wirtschaftstagen dieses Jahr, wird sich die günstige Lage eigentlich noch mehr als Vorteil erweisen. Also es hat natürlich überhaupt keinen Zweck, über die Probleme zu jammern, sondern man muss natürlich auch mal sagen, okay, das ist eine Region hier, die ist nach der Wende nun nicht gleich wie Dresden und Leipzig und Jena gesegnet gewesen. Die muss kämpfen. Ja. Und zu diesem Kämpfen trage ich also gern auch mit meinem Engagement bei. Hat jemand die Sätze gezählt? Danke, Günter Mosbach. War sehr nett. Kommen Sie wieder. Auch mal als Gast zu begrüßen. Thomas, mit dir wollte ich nochmal über alte Zeiten reden. Ich muss es zugeben, das ist aber oft so bei den Gästen, die ich hier, zumindest bei den musikalischen Gästen, die ich so habe,
Wir kennen uns von früheren Zeiten. Wir haben uns aber erst kennengelernt, wir kannten uns vom Namen her, weil ich wohnte in Stralsund und du in Greifswald. Aber wir kannten uns nicht persönlich oder sind uns mal kurz mal so von Weitem begegnet. Und dann haben wir uns mal kennengelernt und haben wir ziemlich viel komisches Zeug veranstaltet, wenn ich mich mal so dran erinnere. Ich weiß das gar nicht mehr genau, aber das wird schon so gewesen sein. Weißt du noch, welchen Spitznamen du mir gegeben hast? Nee. Puschkin. Puschkin? Puschkin hast du mich genannt, ja. Oh. Weil ich doch immer so Gedichte vorgelesen habe. Ja, damals so, ne? Übrigens, Gedichte kann man kaufen, die sind in dem Buch da drin. Ne? Mal so hochhalten in die Kamera. Puschkin. Aber es gibt da wirklich verrückte Sachen, die wir gemacht haben. Ich erinnere mich, du hast sehr lange Zeit versucht, einen Hubschrauber zusammenzubasteln. Mhm. Das ist jetzt inzwischen gelungen. Ist ein Windrad draus geworden. Ne? Ja. Und das Windrad, das ging aber auch nicht. Das ist dann irgendwann umgekippt. Liegt schon eine Weile flach, jetzt muss ich mal gucken, was man, vielleicht kann man noch eine schöne Kanone bauen. Ja, ich weiß noch, das wurde ja vorher schön bemalt, und so kann man ja schon erzählen. Und viele Künstler, also viele bekannte DDR. Aber ich habe jetzt einen Gleitschirm gekauft, als Ersatz. Ein Gleitschirm. Mhm. Und wann geht der? Ich bin schon geflogen. Der geht, ehrlich. Es gibt was geht? Ja, doch. Das ist nicht so einfach, wenn man nicht weiß, wie es geht, aber man sollte doch viel mehr Sachen machen, die man sich so im Kopf vorstellt. Und dann ist es richtig schön. Dann funktioniert das irgendwann. Mein Kumpel hat sich das Bein gebrochen, aber das hat er selber Schuld gehabt. Er ist nämlich geflogen. Mit deinem Gleitschirm oder mit einem eigenen? Nee, wir haben uns die beide zusammen gekauft. Ach so, ihr teilt euch den. Ohne Papiere und ohne Fahrerlaubnis. Ja, das machen wir dann. Und dann haben wir ja, weil wir gerade mit ohne Papiere und dergleichen sind, haben wir ja eine ganz verrückte Sache gemacht. Wir haben den ganzen Bahnhof geklaut. Mhm. Den Bahnhof? In Jesa haben wir den Bahnhof abgebaut. Ah, da warst du mit bei? Da war ich mit dabei, ja. Das wusste ich nicht mehr. Ja, ne, Ziegel schleppen. Ich habe da mal rumgejammert, so ein Scheiß, wozu ist denn das nötig? Wozu war das überhaupt nötig? Na, wir haben uns da ein kleines Häuschen von gebaut. Ach so. Na, schwarz. Klasse. Da weiß keiner. Kamera aus? Okay, gut. Ja. Ehrlich, ein kleines Häuschen kann man, also wenn mal irgendwann das mit, da werden wir gleich drüber sprechen, mit der GVB nicht mehr so funktioniert, dann wissen sie, was sie aus den Haltestellen so machen können. Aber vielleicht reicht es ja für ein kleines Häuschen. Ja, wunderbar. Eigentlich viel erlebt haben wir. Dann haben wir zum Schluss, wollten wir einen Club retten. Aber ich weiß nicht mehr, welchen das war. Da haben wir zusammen so einen Auftritt gemacht in Berlin. In so einem Club, das war wie so ein Neubaugebiet oder so, da war Cäsar da und Panach und Kunert waren da. Warst du auch da? Da war ich auch, ja. Weißt du, wer ich bin? Ich hab dich irgendwo schon mal gesehen, aber ich hab einen Verdacht. Ja, ehrlich, ja? Ja, ja, doch. Na, komm, ich höre jetzt, ich bin sehr gespannt. Es ist verdächtig, ich fällt's jetzt nicht ein, aber ich hab dir mal ein Lied vorgespielt. Ja? Und da hast du gesagt, ach, das ist aber interessant. Mhm. Und das Lied war eigentlich so ein Lied, was zum 7. Oktober passt. Richtig. Und dieses Lied ist eigentlich ein schönes Lied, nur dass es in so einem Verruch geraten ist, 10 Jahre lang. Und jetzt fängt es langsam an, wieder eine Bedeutung zu kriegen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als ihr jung wart. Mir hat man früher erzählt, du musst für den Frieden sein, du musst Onkel Lenin ehren, du musst einmal in Moskau gewesen sein, aus diesem Grunde auch, und du musst ein guter Mensch werden. Und dann gibt es ein Lied, das hat damit zu tun auch. Und ich habe mir gedacht, ja, so ist es. Und war ganz naiv. Und das Komische ist, ich glaube es heute noch. Ich bin heute immer, du musst ein guter Mensch werden, du musst helfen, wenn du irgendwo was machen kannst. Und die Friedenstaube muss losfliegen und muss dieser Welt Frieden bringen. Ja. Und das ist so ein Lied, so, das ist so völlig naiv. Und ich habe das aus Leibeskräften gesungen. Und eigentlich würde ich gerne das Lied singen. Mhm. Um den 7. Oktober, der das Lied irgendwo ein bisschen mitbegründet hat. Und gerade jetzt so doch so eine riesige Bedeutung hat. Weil es gibt ein Land auf dieser Welt, das möchte unbedingt Krieg machen. Weil für den Frieden Krieg machen ist eine gute Sache. Bomben schmeißen für den Frieden. Und dieses Lied ist genau entgegengesetzt. Mhm. Also eigentlich lange Zeit war das Lied verboten, weil es ja so ein Altlast, so ein Erbe ist. Aber ich würde es gerne spielen, aus diesem Grunde. Dann spiel es einfach. Gut. Okay, Thomas. Thomas Potenz, meine Damen und Herren. Friedenstaube, fliege übers Land, bringe allen Menschen Frieden, bist uns wohl bekannt. Fliege über das große Wasser, über Berg und Tal, bringe allen Menschen Frieden, grüß sie Taube.
tausendmal. Thomas Potenzen. Dankeschön, Thomas Potenzen. Es gibt auch Leute, die zu DDR-Zeiten aus dem Westen in die DDR gefahren sind. Und einen Politiker, dem ich das nicht zugetraut habe, dem ich auch die Frage gestellt habe, ob ihm zum Thema DDR ganz spontan mal was einfällt, ist genau das passiert. Und als er wieder zurück in den Westen wollte, ist ihm auch noch was passiert. Meine Damen und Herren, Franz Müntefering's große abenteuerliche Reise in die DDR. Also eine lustige Geschichte habe ich da eigentlich nicht drauf. Nee. Außer ich war mal hier, habe Verwandte besucht und die haben mir selbstgemachte Blutwurst mitgegeben. Die habe ich versucht zu schmuggeln, da bin ich aber aufgefallen. Und dann habe ich versucht, dem Grenzbeamten da die Blutwurst zu schenken. Da wurde die Sache nur noch schlimmer, weil er das als Bestechung empfunden hat. Da habe ich gesagt, dann schmeiße ich sie in den Graben. Dann bleibt sie, also das geht nicht, dann muss ich sie anzeigen, dann können sie auch nicht raus. Da habe ich gesagt, dann esse ich sie jetzt hier, das Glas leer. Und dann sagt dann er, komm, also einmal noch, weil er gesehen hat, das Glas war zu hoch, ich konnte das nicht ganz leer essen. Und dann hat er mich einmal durchgeschickt da und hat gesagt, okay, beim nächsten Mal müssen Sie Bescheid wissen, keine Wurst ausführen. Das sind so die grundsätzlichen Erlebnisse, die jemand, der aus der BRD hier gefahren ist, man hat ja richtig Eintritt bezahlt noch, ne? Gab ja so richtig Eintrittsgeld, musste man bezahlen, das wurde dann irgendwann erhöht, dann kam dann etwas weniger. Deswegen haben sehr viele Menschen gewartet und gesagt, ich komme erst, wenn es mal anders aussieht. Das heißt also, als dann die Mauern fielen, hat es kein Geld mehr gekostet. Man konnte sogar welches verdienen. Und einer von diesen Herrschaften ist jetzt mein nächster Gast, Dr. Norbert Vornehm. Einen wunderschönen guten Abend. Ja. Ich sag's mal, vielleicht GVB, im Bitte gibt's diesen Witz, wenn der Service schlechter wird, erhöhen wir einfach die Preise. Ist das so? Herr Hele, was zahlen Sie für ein Bier? Das kommt drauf an, ob ich mich vorher davon stehlen kann. Na gut, aber wenn Sie sich nicht davon stehlen können, also wenn Sie wirklich Ihre... Ich glaube, können wir mal gucken. Ich glaube, also hier kostet ein kleines Bier 2,40 Euro. Ja. 2,40 Euro. Ich glaube, ja. Und stimmt das? Ist ja nicht. Wie lange haben Sie was davon? Wie lange trinken Sie so ein Bier? Das kommt darauf an, wie viel ich davon trinke. Und, naja, das eine. Das einfach das Kopfschmerzen eine. Kann ich so über eine Woche haben, wenn es zu viel war. Naja gut, aber ja. Das Trinken selber, der Genuss, ne, so eine halbe Stunde, dann wird schal. Ja, auf alle Fälle. Ne, sehen ja. Sie also. Und wenn Sie Kunde bei uns sind, zahlen Sie nicht 2,40, sondern Sie zahlen 1 Euro. Und Sie haben nicht nur eine halbe Stunde was von, sondern Sie fahren den ganzen Tag. Sie fahren den ganzen Tag mit den Bussen, mit den Bahnen, wo immer Sie hinwollen. Sie sind geheizt, wir haben Fernsehen in der Straßenbahn. Mhm. Sie kommen durch Gera, Sie sehen was von der schönen Stadt. Sie haben richtig was davon. Und dann sagen Sie, das wäre nicht günstig. Ich sag das nicht. Ich habe nur, okay, hab nur dann sind wir uns einig, ja? Den Volksmund. Nein, ich mache das ja so. Also seit die Preise erhöht, die sind ja vor kurzem wieder erhöht worden. Oder ich sag mal so, bei mir ist es so, aber ich glaube, da bin ich auch ein bisschen Ausnahmefall. Jedes Mal, wenn der Preis erhöht wird, wird der Fußweg, den ich nehme, länger.
Das verstehe ich nicht. Das ist ganz einfach. Also früher habe ich mir gedacht, ja mein Gott, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß nicht wohin, so in die Innenstadt fahre, ja, zum UCI, dann fahre ich bis zur Heinrichstraße, steige dort aus und gehe die paar Meter. Das ist kein Problem. Ja. Heute laufe ich zum UCI. Von zu Hause? Ja, klar. Das verstehe ich deshalb nicht, weil 68% aller Menschen, die in Gera wohnen, haben nicht weiter als 5 Minuten, also weniger als 5 Minuten zur nächsten Haltestelle. 68%, 2/3. Ja eben. Da müssen Sie eigentlich statistisch auch dazugehören. Ist doch klasse. Na, ich laufe bis zum UCI laufe ich 15 Minuten. Von der Heinrichstraße? Nee, von zu Hause. Von zu Hause. Von zu Hause. Von zu Hause. Von der Heinrichstraße, ja, was soll ich denn da überall vorbeigehen, da ist doch nichts. Kommen wir zum anderen Thema. Sie wollen ja noch mehr Leute wahrscheinlich ziehen in die Straßenbahn und haben sich gesagt, jetzt machen wir noch eine Linie extra. Das ist die Stadtbahn Linie 1. Nun habe ich auch ein bisschen den Verdacht, dass es wahrscheinlich nur einen Vertrag mit dem Theater gibt und dass die ein Musical, das eigentlich schon keiner mehr sehen will, eigentlich nur pushen wollen und man gesagt hat, Linie 1. Ne? Ja, Herr Hele, also ich denke, bei Ihnen muss ich ein Beispiel bemühen, dass Sie offensichtlich so regelmäßig mit uns nicht fahren, was vielleicht auch Sie verstehen. Ist Ihnen mal eine Windschutzscheibe im Auto einfach so auf den Schoß gefallen? Ne? Nö. Bricht zusammen, ist auf den Schoß gefallen? Nee? Ich habe kein Auto und ich habe auch keine Fahrerlaubnis. Ah, das ist, ich bin eigentlich Ihr Kunde, Sie können um mich werben. Ja, okay. Also jedenfalls Busfahrern von uns ist das schon häufiger passiert. Ja. Ne? Also da fällt da einfach, ja, in Gera, sonst fahren wir nirgendwo, wir fahren ausschließlich in Gera. Also denen fällt dann einfach so eine Windschutzscheibe im Bus, ne, plötzlich auf den Schoß und wenn ein Fahrgast vorne, ne, den mit erschrecken, kostet auch Geld, ne, wieder eine neue Windschutzscheibe reinzumachen. Und was glauben Sie, warum das passiert? Also da Sie nicht Auto fahren, wie ich gerade gelernt habe, können Sie das nicht verstehen. Das passiert einfach deshalb, weil es in Gera Straßen gibt, da sind ab und zu Löcher drin. Ne? Und wenn dann so ein... Ja? So, und wenn dann so ein Bus da durchfährt, dann kommt es manchmal vor, dass wirklich der Schlag so heftig ist, dass die Windschutzscheibe rausfällt. Ja. Ne? Also Daimler Chrysler oder MAN oder so ist offensichtlich darauf nicht eingerichtet. Also Gera-Straßen, ne? Die Gera-Straßen sind diese Welthersteller nicht eingerichtet. Ja. Naja, und wir haben uns gedacht, also diesem Elend müssen wir jetzt vorbeugen. Mhm. Weil wenn man da regelmäßig Windschutzscheiben... Aber Straßenbahnen fahren doch auch in Banken rein. Fahren, wenn wir daran gehindert werden, dort zu fahren, wo wir eigentlich fahren, nämlich in den Gleisen. Ne? Also wenn Autofahrer uns daran hindern, dann passiert es auch manchmal, dass wir dann in eine Bank reinfahren. Ist auch so ein Beispiel. Ne? Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, also mit den Windschutzscheiben, die da rausfallen in Gera Straßen, also um dies zukünftig zu verhindern, wollen wir einen Beitrag leisten, dass 6 Kilometer quer durch die Stadt wir dann eine ganz tolle Straße haben werden. Wir werden nämlich dort, wo die Gleisanlagen gebaut werden, bauen wir nicht nur Gleisanlagen, sondern wir werden die ganze Straße erneuern. Und dann können dort, wo wir unsere Stadtbahnlinie bauen, auch zukünftig die Autos fahren, ohne dass Windschutzscheiben reinfallen, weil die dann eine Top-Straße haben. Das ist so ein Beispiel, ne, für die Nichtnutzer. Vielleicht als Erklärung, warum es um die Stadtbahnlinie geht. Oder vielleicht noch ein anderes Beispiel, da das mit dem Auto jetzt bei Ihnen nicht so gut war, wenn Sie keins fahren. Sie das war aber Ihre gewohnte Argumentation, ne? Das ist gleich Autofahrer und kommen Sie doch mal zum öffentlichen Nahverkehr. Wir bemühen uns schon, diejenigen, die wir noch nicht so, ne? Jetzt die bemühen Chance, uns, um die bemühen Fußgänger uns. Ja. Zu, ja. Vielleicht ein Beispiel für Sie, fällt mir gerade ein, Wasserhahn haben Sie zu Hause, ne? Ich glaube ja. Ja, ne, Wasserhahn haben Sie zu Hause. Gut, also dann trifft es auf Sie zu, Sie haben einen Wasserhahn zu Hause und den nutzen Sie, ne? Da kommt Wasser raus. So, und das Wasser kommt irgendwo her. Wissen Sie, wo das Wasser herkommt, was bei Ihnen aus dem Wasserhahn kommt? Aus der Leitung. Ja, na, das müssen Sie weiterdenken. Und wo kommt es dann her, in Gera speziell? Weiß ich nicht. Wissen Sie, da können Sie schon noch mal was lernen. Das Wasser, das bei Ihnen aus dem Wasserhahn kommt in Gera, das kommt überwiegend aus Zollenroda. Und das fahren Sie hierher? Ja, das kommt hierher. Ehrlich? Das wird hierher gepumpt. Ach so, ja, ich dachte mit der Straßenbahn irgendwie so. Nein, das machen nicht wir, Das machen nicht wir, sondern das wird hierher gepumpt, das Wasser, was Sie dann nutzen. Ne? Und jetzt komme ich wieder auf die Stadtbahnlinie 1. Diese Wasserleitungen, ne, die das zu Ihnen dann befördern, die liegen drunter, ne? Also unter der Straße, unter den Gleisen. So, und jetzt haben wir das Problem, dass das Wasser, was aus Zollenroda daherkommt, nur etwa zu 60% bei Ihnen ankommt. Das heißt, übersetzt, 40% des Wassers, ne,
verschwindet. Das verschwindet deshalb, weil die Leitungen, die da unten sind, unter der Straße, unter den Gleisen, so marode sind, so kaputt sind, weil die nämlich seit 100 Jahren da unten liegen, dass einfach das Wasser bei ihnen alles gar nicht ankommt. 40% geht weg, aber dieses Wasser, was weggeht, bezahlen wir alle auch. Ne? Sie bezahlen das auch, weil wir bezahlen Frau, das Wasser, was wir in Zollenroda da abholen. Ne? Warum aber holen wir das Wasser eigentlich aus Zollenroda? Haben wir kein eigenes? Ja, wir haben zu wenig eigenes. Zu wenig eigenes. Und deshalb kommt das meiste Wasser aus der Talsperre in Zollenroda. So, und damit auch dieses nimmer passiert, ne? Damit alles Wasser, was wir aus Zollenroda holen, zukünftig bei Ihnen aus der Wasserleitung kommt, bauen wir da unten neue Leitungen. Ja, klasse. Ne? Also Sie sehen, ne, mit der Stadtbahn wird eine ganze Menge repariert, was eigentlich unmittelbar mit der Stadtbahn gar nichts zu tun hat. Was mit Telefon? Kriegen wir das dann auch? Ja, mehr Telefone? Beim Telefon ist allerdings nicht so tragisch, habe ich mir sagen lassen. Weil ich fand, unterm Haus muss unbedingt Telefone bekommen. Ja, aber beim Telefon, da habe ich mir sagen lassen, das sind so vor 12 Jahren, ne, so nach 89, ist da ziemlich viel passiert, habe ich mir sagen lassen. Weil vorher da relativ wenig war, ne, da ist relativ viel passiert. Also diese Leitungen sind so ziemlich die einzigen in Gera, die offensichtlich so ganz intakt sind, die ganz gut funktionieren. Was gibt es noch so für Leitungen, die Sie da machen? Ja, es gibt Elektrostrom, ne? Ja. Auch die liegen unten. Ja. Gas, was Gas. Ist Gas? Ja. Es gibt eine Menge, was da unten liegt. Wärme. Das reparieren Sie alles gleich mit? Machen wir alles gleich mit. Ist eine klasse Nummer. Wann ist es denn fertig, die Stadtbahnlinie? Wir sind im Herbst 2006 sind wir fertig. Ja. Also wir bauen in Rekordzeit. Wir bauen fast so schnell, wie Sie es geschafft haben, jetzt die Stadtbahnlinie hier schon mal aufzustellen. Na, wir waren besser. Ja, Sie waren noch ein Tick besser. Wir waren ein bisschen besser. Ein Tick besser. Aber Sie haben weniger, die Sie daran hindern zu bauen. Richtig. Ne? Wir haben so ab und zu jemanden, der uns nicht so ganz leicht macht. So blöd. Genau. Ja. So blöde Moderatoren zum Beispiel von Comedy-Shows. Aber Sie haben viel gelernt heute, oder? Unheimlich viel, aber ich weiß nicht, ob ich das alles verarbeiten kann. Ja, wir machen es dann nochmal. Ne? Wir wiederholen es nochmal. Ich freue mich sehr, wenn Sie wiederkommen. Okay, alles klar. Dr. Danke. Vornehm, einen schönen Abend noch. Dankeschön, Dr. Norbert Vornehm. So, jetzt kommen wir nochmal wieder zurück zum Thema DDR. Und machen etwas, was jetzt nach dem langen Gespräch vielleicht ein bisschen zur Aufmunterung beiträgt. Ich denke, wir versuchen mal gemeinsam ein Pionierlied zu singen. Kennst du das nicht von Manfred Krug, die Straßenbahn? Ich glaube nicht. Die Fahrt zurück wird anders sein. Ja. Ich mach mein Glück, ich lade sie ein. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Ja, nee, ist so. Aber so bezahlt. Der Tag beginnt für mich und sie zur selben Zeit in aller Früh. Ich stehe schon da vor ihrem Haus und gleich darauf tritt sie heraus. Es ist hell, sie macht schnell, geht zur Straßenbahn. Ich setz mich dazu. Sie sieht mich gar nicht an. Sie liest ein Buch, es ist ein Straßenbahnroman. Wir haben noch andere prominente Politiker befragt, wie sie sich im Osten befunden haben und haben Herrn Stolpe, Manfred Stolpe, den ehemaligen Ministerpräsidenten von Brandenburg, befragen dürfen. Und da gibt es, wenn Sie sich noch daran erinnern, weil es ein bisschen Zeit inzwischen vergangen, eine gewisse Parallelität zu dem, was Franz Müntefering erzählt hat. Ich habe nämlich in Potsdam gewohnt, heute auch noch, und in Berlin gearbeitet. Und nun wissen wir ja alle, Berlin ist besser beliefert worden. Berlin wurde besser beliefert, also wenn Leute aus Gera nach Berlin fuhren, dann fuhren sie auch am liebsten mit dem Auto, weil sie dann alle möglichen Dinge mitgebracht haben. Und ich fuhr also fast jeden Tag rein und kriegte dann also immer unendlich viele Aufträge. In der Leipziger Straße gab es ein Delikatgeschäft, da gab es 14 Sorten Käse. Bei uns in Potsdam war die Frage, haben sie Käse oder haben sie gar keinen Käse? Also war ich der Lieferant von Käse. Wenn ich im Zug saß, stank das immer alles so um mich herum, weil also meist die herzhaften Sorten dann gekauft wurden und die Leute rümpften die Nase und dachten, was ist mit dem Knaben los? Hätten die geguckt, was ich für Schätze bei mir gehabt, dann hätten sie wahrscheinlich was abhaben wollen. Und dasselbe galt auch für Wurstwaren, also unsere guten Eberswalder Würste oder auch die Thüringer Wurstprodukte, die gab es da ja. Die gab es hier nicht so ganz. Zuverlässig und die gab es bei uns im Brandenburgischen aus Eberswalde auch nicht. Das war sozusagen das Warenangebot schlechthin
und ich war so der Hoflieferant für alle meine lieben Nachbarn. Aber die Freundschaft ist dabei gepflegt worden, das war wichtig. Der Zusammenhalt in der Nachbarschaft und den haben wir durchhalten können bis heute. Ja, das Interview mit Manfred Stolper ist natürlich noch ein bisschen weitergegangen. Wir haben dann eine ganz große Gelegenheit gehabt, darüber zu diskutieren, wie die DDR-Kultur, die er dann auch eindeutig beschrieben hat, die Westkultur überschatten wird innerhalb kürzester Zeit. Also haben wir ein Konzept sozusagen zusammen dargelegt. Das alles erfahren Sie in der nächsten Show. In der nächsten Show erfahren Sie auch alles Mögliche über den an diesem Wochenende stattfindenden PDS-Parteitag. Denn, meine Damen und Herren, wir haben das besondere Privileg, vor dem Kultur- und Kongresszentrum zu sein und dort immer wieder mal allen interessierten Bürgern live zu berichten. Und wir haben natürlich auch Kameraleute drin, die sich dann an den ganzen RTL und was weiß ich für Kameraleuten vorbeischmuggeln werden und dort das Allerneueste vom PDS-Parteitag herausbekommen. Wir sind sehr gespannt, ob es die Partei danach noch gibt und wenn ja, in welcher Form. Ich bin sehr neugierig und möchte jetzt schon an interessierte Bürger, wenn ich das jetzt finde, ach hier in der Hosentasche habe ich, ja gut, das könnte, habe ich, sage ich mal, ein PDS-Souvenir. Sag mir, wo du stehst. Es ist ein Kondom. Und zwar ein rotes, feuchtes Kondom mit Reservoir, also man braucht es nicht mehr selber füllen. Wer möchte es haben? Oi. Schlechter Wurm. Der Herr Moosbach ist bestimmt so freundlich und gibt es jetzt rüber. Also, meine Damen und Herren, in der nächsten Gnomenshow weiteres von Manfred Stolpe. Alles Neue und Exklusive vom PDS-Parteitag. Dann haben wir als Gäste Günther von Dreyfus, den Mann, der die meisten Stadthymnen Deutschlands geschrieben hat, also mindestens zwei. Dann haben wir zu Gast den Menschen mit seiner Tochter, glaube ich, der den Lusan Song Contest gewonnen hat. Die Band heißt Dicker Bär und Co. Freue ich mich wahnsinnig drauf. Und wir haben zu Gast das Duo Litfaß. Also meine Damen und Herren, ich freue mich darauf, Sie wiederzusehen in der nächsten Gnomenshow. Die wird stattfinden live am 6. November im Hotel Courtyard bei Marriott. Denn wir bleiben in Gera. Und seien Sie drauf gefasst. Wir wissen noch nicht, welchen Gesprächspartner wir sonst noch haben. Aber eines ist ganz gewiss. Egal was kommt, der Bürgermeister von Bürgel kommt näher.